Wusstest du, dass Kyles Mutter eine Schlampe ist? Ich hab's immer gewusst. Er hat es immer gewusst. Ich hab das mal einen Song gehört. Echt? Ja. Ein berühmter Song. Herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video und vielen Dank an Ubisoft. Das müssen wir nämlich zuerst sagen, denn die haben uns diese wunderschöne kleine Kuhn-Figur übersendet. RC-Kuhn. Ja, oder ist schon ein Spoiler? Das RC-Kuhn Mobile oder Mobil oder wie auch immer. Wir gucken uns das gleich auch genauer an, aber vorher eine wichtige Sache. Im Ubi-Shop gibt es nicht nur diese wunderbare Figur, sondern auch viele, viele, viele weitere Figuren und Merchandise-Artikel aus dem Hause Ubisoft und auch sehr oft im Special Sale. Also ich habe da letztes Jahr erst von Assassin's Creed eine Figur gekauft, die hat ursprünglich mal 60, 70 gekostet und da war sie für 10 Euro da, aber es ist so ein Ausverkauf. Deswegen das war von Black Flag. Mario und Rabbids würde ich ein Auge behalten. Genau. Würde ich auch behalten. Sehr coole Figuren. Checkt unbedingt mal den Store aus und die aktuellen Sale-Highlights im Ubi-Store. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und etwas stöbern. Und wir schauen uns jetzt zusammen diese wunderbare Figur an. Naja, Figur, es ist ja schon mehr als nur eine Figur. Exakt, du hast ja schon tatsächlich gespoilert, es ist eine RC-Figur. Ja. Wir haben sie auch schon ausgepackt, um halt Batterien reinzumachen und Co. Denn das gute Stück oder der gute Cartman braucht 4 Batterien. Aber wir machen mal ganz kurz auf. Hungriger Cartman. Hungriger Cartman. So viel ist hier übrigens auch gar nicht drin. Also nee, einmal hier das Pappschübelchen weg. Kurz vorne hin. Und dann, das war es eigentlich auch schon. Also eigentlich ist hier noch eine Anleitung mit drin, die haben wir aber natürlich jetzt nicht vorlesen, in allen Sprachen. Nein, wollte ich nicht. Man kann sich jetzt natürlich diese wunderbare kleine Figur so einfach in den Schrank stellen. Und seien wir mal ehrlich, wird man früher oder später tun. Denn die RC-Funktion ist ein cooler Gag, aber es ist trotzdem eine Figur zum Hinstellen. Ja. Also da sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Die verarbeitungstechnisch ein bisschen mehr Plastik hat als viele von den anderen Figuren. Das hängt aber auch damit zusammen, weil hier halt ein Motor drin ist, weil ein Bluetooth-Empfänger drin ist und so weiter und so fort. Aber ja, vor allem muss man bedenken, es ist ja kein Mega-Motor und je schwerer das Teil ist, desto schwerer kann sich das fortbewegen. Deswegen, das macht ja exakt schon Sinn. Damit man das gute Cartman RC-Mobil bewegen kann, braucht man natürlich eine App. Dazu sollte ich aber erstmal hier unten anmachen und du kannst die App starten. Ich starte mal die App. Die gibt es für Android und iOS und ist 70 Megabyte groß. Warum die 70 Megabyte groß sein sollte. Ich glaube, wegen der Intro-Sequenz. Das ist so das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ja. So, wir müssen das Device mal kurz suchen. Huch, ein Schnitt. Was war das denn? Das war ein kurzes Bluetooth-Problem. Ist ein bisschen frimmelig, die beiden zu verbinden, muss man zugeben. Das Handy ist ein bisschen älter. Ja, was hast du denn? Galaxy... Galaxy Note 3. Ist ein bisschen älter. Ja, aber immerhin funktioniert es so. Wuhu! Da fährt er! Oh mein Gott. Ist halt echt laut. Das ist halt ein 2-Watt-Motor, wenn es hochkommt. Damit könnt ihr halt tatsächlich so umherfahren und ihr könnt. Warte, der beste Spruch, den du hattest? Warte, was haben wir hier? Wie wär's damit? Ja. Geh mal ein paar durch, ich halte die mal so. Okay. Irgendwie. Das finde ich super. Ich finde das eigentlich ganz cool gemacht. Ja, ist so gut. Halt die Fresse. ist ganz cool gemacht. Und wie gesagt, wir blenden mal irgendwie einen kleinen Screenshot nochmal davon ein von der App, damit man nochmal so ein... Sie ist sehr, sehr, sehr simpel gehalten. Ja, also... Weg damit! Fahr aus, runter! Okay, wir machen jetzt übrigens den großen Kräftetest. Oh, jetzt wird's spannend. Warte. Man muss klar sagen, die App ist jetzt nicht gerade die geilste. Also... Oh! Dafür hat er genug Kraft. Ja, siehste. Ja. Das ist der kleine, süße RC-Kuhn. Den gibt es, wie gesagt, im Ubi-Store. Ich würde jetzt gerne sagen, ihr könnt einen gewinnen, aber könnt ihr gar nicht. Wir behalten den nämlich. Das ist unser. Das ist unserer. Aber ihr werdet ihn begrüßen wir uns immer den Postboten, wenn er dann kommt. Ha! Oder den Typen, der hier die Pakete klaut. Ja. Spoiler! Ja. Wobei, was für ein Spoiler soll das... Ich passe auf. Pass auf, ich möchte hier noch eine Challenge zum Abschluss haben. Jetzt kommt's. Ich möchte, dass du hier rückwärts einparkst. Wo? Da. Oh, okay, warte. So, jetzt muss ich noch nach vorne kommen. Christian versucht, rückwärts einzuparken. Nochmal an euch, wenn ihr auch Bock habt auf den RC-Kuhn oder viele weitere Ubisoft-Merchandise-Produkte oder Figuren, dann checkt den Ubi-Store aus. Den Link findet ihr dazu unten in der Videobeschreibung. Ist das überhaupt breit genug für mich? Ja, natürlich ist das breit genug für dich. Ja. Aha. Oh! Ich würde sagen... Ja. Danke. Danke. Das Publikum dreht hier ab! Danke, danke. Ich weiß, das habe ich gut gemacht. Ja, das wäre es gewesen.
Generell an euch übrigens noch eine Sache, wenn ihr mal öfter wollt, dass wir so Merchandise-Figuren und Co. auspacken und euch mal vorstellen, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare unten rein und lasst einen Daumen nach oben da. Dann machen wir das mal, weil ihr seht ja bei uns auch im Hintergrund manchmal beim Sofa, dass da echt schon viel steht und eigentlich können wir das tatsächlich mal in Videos auspacken. Und ja, das ist der kleine süße Kuhn. Wir brauchen ein neues Regal, fällt mir gerade auf. Wir brauchen ein neues Regal, ja. Das ist der kleine süße Kuhn und ich würde sagen, weißt du was, wir müssen noch mal einmal zum Abschluss müssen wir noch eine Sache machen. Weil der kostet ja knappe 70 Euro. Der kostet ja knappe 70 Euro. Wir müssen eigentlich testen, ob er einen Sturz überlebt. Denn es ist der Kuhn. Und der Kuhn ist ein Superheld. Fahr runter. Hat überlebt. Glaube ich. Ja. Ja! Kuhn! Kuhn, Baby! Vielen Dank fürs Zusehen! Raus hier! Fahr, mein Junge! Fahr!